Willkommen zur neuen Vorlesung in Informationstechnik. Heute geht es um E-Commerce Analytics. Einfach zur Einordnung noch mal eine kurze Wiederholung. Im letzten Kapitel haben wir uns grundsätzlich über E-Commerce unterhalten. Es wurde die Frage gestellt, was ist eigentlich E-Commerce und wie unterscheidet er sich vom E-Business? Es wurden verschiedene Geschäftsmodelle und Erlösmodelle vorgestellt. Und zum Schluss wurde anhand Transaktionskosten bzw. anhand der Five Forces von Porter erklärt, dass sich eben Auswirkungen durch E-Commerce auf den Handel ergeben. Diese können mit diesen beiden Modellen, Transaktionskostenmodell und Five Forces, eben ganz gut erklärt werden. Was ist das Ziel der Vorlesung für heute? Es geht um Analytics oder E-Analytics. Wie können uns Google und Co. im Internet verfolgen? Dazu gucken wir uns an, wie Webseiten aufgebaut werden, welche zusätzlichen Informationen bei einer Anfrage auf einen Webserver kreiert werden und was eigentlich diese Cookies sind. Wir benutzen dazu auch das Modell der Customer Journey und der Touchpoints, um ein bisschen besser zu visualisieren, welche Informationen überhaupt eingesammelt werden können. Einfach nochmal zur Motivation. Wir hatten schon letztes Mal darüber gesprochen, dass im Internet personalisiert werden kann, dass das mit Hilfe von Informationen passiert, die über sie gesammelt werden. Schauen wir uns einfach so ein typisches Phänomen an. Wenn ich auf eine Seite im Internet gehe, auf der Werbung angezeigt wird, dann erhalte ich vermutlich eine andere Werbung, als wenn Sie auf diese Webseite gehen. Woher kommt das? Woher weiß das Internet, wer auf die Seite klickt und wer welche Vorlieben hat? Und zu diesen Vorlieben wird dann eben eine entsprechende Werbung ausgestellt. Das geht noch weiter. Vielleicht haben Sie folgendes Phänomen schon mal beobachtet. Sie gehen in einen Webshop, Sie interessieren sich für ein paar Schuhe, im Grunde kreisen Sie, Sie surfen um diese paar Schuhe herum, Sie klicken da drauf, Sie schauen die sich an, schauen ein paar andere Schuhe an, gehen wieder zurück zu den ersten. Naja, und dann sagen Sie, boah, ist doch ein bisschen teuer und gehen irgendwo ganz anders hin im Internet. Und kurze Zeit später wird Ihnen eine Werbung angezeigt mit exakt diesen Schuhen, aber jetzt 10 Euro preiswerter als vorher. Vielleicht sogar von einem anderen Anbieter. Woher weiß dieser Anbieter, dass mich gerade diese Schuhe interessiert haben? Ganz allgemein, wie werden wir im Internet verfolgt? Wie werden unsere Daten getrackt und welche Daten kann man dabei überhaupt herausbekommen? Das ist das Thema dieser Vorlesung. Um dieses Tracken etwas besser darstellen zu können, benutzen wir das Modell der Customer Journey. Was ist das? Eine Customer Journey bezeichnet alle Touchpoints oder auf Deutsch Berührungspunkte eines Kunden auf dem Weg zum Kauf und eben auch darüber hinaus. Und man muss jetzt diesen Begriff Kauf etwas weiterdenken. Es ist nicht nur dieser Austausch, ich gebe Geld, dafür kriege ich ein Produkt, sondern dieser Begriff Kauf fängt jetzt eben hier schon vorher an. Ich muss erstmal Aufmerksamkeit generieren für ein ganz bestimmtes Produkt. Ein Kunde geht dann um ein Produkt herum, er geht auf eine Webseite und nach dem Kauf kriegt er vielleicht ein Paket oder anschließend noch E-Mails, um über die Zufriedenheit eine Auskunft zu erhalten. All diese Punkte sind Touchpoints. Entweder ein Touchpoint zu einem bestimmten Produkt oder ein Touchpoint zu einer ganz bestimmten Marke. Nehmen wir ein Beispiel. Fritz sieht eine Werbung für einen BMW Touchpoint. Dann fährt er irgendwann später mit einem Freund, der einen BMW hat, Touchpoint. Er besucht eine Webseite von BMW, weil eben dieser BMW ihn interessiert hat, Touchpoint. Er macht einen Termin beim lokalen BMW-Händler aus, Touchpoint. Er schaut sich bei mobile.de nach einem BMW um, Touchpoint. Das geht so weiter, das geht so weiter und irgendwann
kauft eben vielleicht dieser Fritz irgendwo auch einen BMW Touchpoint. BMW schickt einen Fragebogen. Sie wollen wissen, ob er zufrieden mit dem Wagen ist. Touchpoint. Fritz bringt den Wagen zur Reparatur. Touchpoint. Jedes Mal, wenn Fritz mit BMW, mit dem Produkt, mit der Firma in Kontakt kommt, entsteht ein Touchpoint. Und alle Touchpoints von Fritz bezüglich BMW aneinandergereiht ergeben jetzt eine Customer Journey. Wenn Sie im Internet ein Bild, eine Abbildung von Customer Journey suchen, wenn Sie danach googeln, dann werden Sie sehr unterschiedliche Darstellungen finden. Aber in der Regel sehen die ein bisschen so aus wie das, was ich jetzt Ihnen hier zeige. Eine Customer Journey besteht aus verschiedenen Phasen und auch diese Phasen sind je nachdem, welches Modell Sie angucken, etwas unterschiedlich. Es geht um die Aufmerksamkeit, Awareness, ja, danach kommt Consideration, ich ziehe in Betracht, ein Produkt zu kaufen, ich will es kaufen und so weiter und so weiter. Und in jeder dieser Phasen gibt es eben Touchpoints, hier dargestellt durch die Punkte. Ja, Sie sehen beispielsweise beim Bereich Awareness, Radio und TV oder eine Online-Ad. Bei Consideration, da schaut jemand schon nach, ob er sich für dieses Produkt interessiert. Vielleicht schreibt er ein E-Mail oder liest Reviews. Und wenn er etwas kauft, dann geht er eben auf die Webseite, gibt etwas eben in den Store, in den Webshop und guckt danach, was es dort gibt. Anschließend ist man in der Community, es gibt ein Loyalty-Programm und ganz zum Schluss ist man vielleicht auf Social Media unterwegs oder gibt Mund-zu-Mund-Propaganda weiter über das Produkt. Alle diese Punkte sind Touchpoints und wie gesagt, zusammen machen sie die Customer Journey eines Kunden aus. Ganz wichtig, es gibt jetzt Online- und Offline-Touchpoints. Wenn ich beispielsweise mich mit jemandem über das Produkt unterhalte, ist das auch ein Touchpoint, auch wenn der kaum getrackt werden kann, weil er eben offline ist. Aber es gibt eben auch Online-Touchpoints, E-Mail, der Besuch einer Website, der Kauf über die Website. Und diese Punkte kann man ganz gut tracken. Tatsächlich ist dieses Modell einer Customer Journey und von den Touchpoints dadurch populär geworden, dass ich eben im Online-Bereich sehr gut in der Lage bin, Touchpoints zu identifizieren und mit den geeigneten Maßnahmen diese Touchpoints zu einer Customer Journey eines einzelnen Kunden zusammenzustellen. Wie kann jetzt ein solcher Touchpoint getrackt werden? Welche Daten werden dazu übermittelt? Dazu schauen wir uns etwas mehr im Detail an, wie der Zugriff von einem Kunden auf eine Webseite aussieht. Links sehen Sie den Client, den Browser, den Computer des Kunden. Rechts sehen Sie den Webserver. Über das HTTP-Protokoll wird ein sogenannter GET-Request gesendet. Das können Sie sich tatsächlich genau so vorstellen. Dieser Befehl GET, G-E-T, wird eben in Klarbuchstaben, wenn HTTP verwendet wird, durch das Internet gesendet. Und als Parameter wird die Seite angegeben, die man herunterladen möchte. Zum Beispiel die Seite index.html. Was macht jetzt der Webserver? Der schaut sich diesen Request an, er prüft, ob der gerechtfertigt ist. Er sieht nach, ob es diese Seite index.html gibt. In unserem Fall gibt es die. Und dann wird eben diese Seite index.html zurückgeschickt. Das ist eine HTML-Seite und der Browser empfängt die Seite jetzt. Er ist in der Lage, diese HTML-Sprache zu verstehen und die Seite dann im Browser darzustellen. All das geschieht ruckzuck und der Kunde merkt gar nichts von diesem Protokoll im Hintergrund. Wichtig ist jetzt, der Webserver schickt nicht nur diese Webseite zurück, sondern er speichert auch diesen Zugriff in einer sogenannten Logdatei. Jedes Mal, wenn auf eine Webseite zugegriffen wird, wenn ein Zugriff auf den Webserver erfolgt, dann wird eben dieser Zugriff protokolliert. Und sowas nennt man eben eine Logdatei. Und was steht jetzt da drin? Pro Zugriff gibt es einen Eintrag, eine Zeile. Und in dieser Zeile steht eben folgende Information.
Die IP-Adresse, das sehen Sie ganz am Anfang, von dem, der eben zugegriffen hat. Dann folgen zwei in der Regel Leerstellen, aber das gucken wir uns am besten auf der nächsten Seite an. Aber tatsächlich ist das, was Sie hier sehen, ein ganz typischer Eintrag für eine solche Zeile in einer Logdatei. Auf der folgenden Seite habe ich das Ganze etwas aufgedröselt und in tabellarischer Form dargestellt. Sie sehen in der ersten Spalte, was eben für Informationen gespeichert werden. Sie sehen im zweiten das Wert im Beispiel auf der vorherigen Seite und im dritten, in der dritten Spalte die Erläuterung. Also ganz am Anfang der erste Parameter ist die IP-Adresse. Ja, eine IP-Adresse könnte wie in diesem Beispiel 183.121 und so weiter aussehen. Und es ist eben die IP-Adresse des Hosts, des Computers, der eben auf diese Webseite zugegriffen hat. Dann folgen zwei Einträge, die ursprünglich mal im HTTP-Protokoll vorgesehen waren, die aber nie verwendet werden. Es geht um Authentifizierung, aber das hat irgendwie nicht geklappt, das hat man nicht durchgesetzt. Der vierte Eintrag ist ein Zeitstempel. Sie sehen eben hier, es ist der 18. März 2003 und es ist 8 Uhr morgens 4 Minuten 22 Sekunden und die plus 0200 geben die Zeitverschiebung bezüglich Greenwich Time an. Der nächste Parameter, was, ist die Frage, was überhaupt angefordert wurde. In diesem Fall ist es die Datei Images Logo.jpg, also eine Bilddatei. Und zwar wurde die angefragt mit dem Protokoll HTTP in der Version 1.1. Als nächstes gibt es den sogenannten Statuscode. 200 steht dafür, alles hat geklappt, die Datei wurde ausgeliefert. Schauen Sie ruhig mal in Wikipedia nach HTTP-Statuscodes nach. Es gibt eine Reihe. Einen kennen Sie alle, 404. Das bedeutet eben, die Webseite gibt es nicht, beziehungsweise gibt es nicht auf dem Server, die wurde nicht gefunden und dann kriegt man eben diese 404-Fehlermeldung. Danach kommt ein Eintrag, wie groß die Daten sind, ja, wie viele Daten wurden geschickt, zurückgeschickt, zum Beispiel in diesem Fall 512 Byte. Und zum Schluss kommen noch zwei spannende Felder. Das erste wäre, woher kommt die Anfrage? Von welcher Internetseite wurde diese URL-Index Images Logo JPG nachgefragt? In dem Fall war jemand vielleicht auf Wikipedia und hat dort auf einen Link geklickt, der eben auf diese Seite zeigt. Dort könnte zum Beispiel auch stehen Google, wenn jemand zum Beispiel eben eine Google-Anfrage gestellt hat. Oder eine Werbung, falls Sie eine Werbung geschaltet haben und jemand klickt auf die Werbung, dann würde eben der Link zu dieser Werbung jetzt eben hier auftauchen. Ganz zum Schluss eben noch ein String, der darstellt, eine Zeichenkette, die darstellt, um was für ein Gerät es sich handelt. Sie kriegen Angaben über den Webbrowser. Hier eben Mozilla 5.0, über das Betriebssystem bzw. das Windows-System, hier X11 und Linux, darüber, dass das Ganze auf Deutsch geschickt werden soll und so weiter und so weiter. Aus einer solchen Zeichenkette, aus einem solchen String, kann man zurückverfolgen, was für ein Gerät eben vorliegt. Ob zum Beispiel jemand mit einem Smartphone oder mit einem Tablet oder mit einem Laptop ankommt, ob jemand iOS verwendet oder Windows. Man kann also sehen, ob zum Beispiel jemand einen Mac benutzt. Welche Informationen lassen sich jetzt aus einer solchen Logdatei schließen? Erstens, von welcher IP-Adresse wurden die Daten geholt? Damit lässt sich allerdings nicht der Benutzer bestimmen. Wie Sie möglicherweise sich erinnern, wechselt zum Beispiel die IP-Adresse an Ihrem Computer, je nachdem, in welchem Netzwerk Sie gerade sind. Das heißt, der Nutzer ist nicht direkt identifizierbar, da IP-Adressen eben nicht fest einem Gerät zugeordnet sind. Von welcher Webseite kommt die Anfrage? Das ist schon spannender. Zum Beispiel kommt die von einer Suchmaschine. Daraus kann man schließen, ob man selber über eben eine Google-Suche überhaupt gefunden werden kann.
Wenn Sie keine Treffer eben bei Google haben in der Logdatei, dann möglicherweise deshalb, weil Ihre Website nicht gefunden wird. Kommt man von einer anderen Website, zum Beispiel von einer, wo Sie Werbung geschaltet haben, dann kann man eben feststellen, ob diese Werbung funktioniert oder welche Werbung gut funktioniert, welche schlecht funktioniert. Möglicherweise surft eben auch ein Kunde innerhalb Ihrer Website, von einer Webseite zur anderen. Auch das können Sie feststellen. Und daraus können Sie natürlich dann schließen, ob die Kunden so durch Ihren Webshop gehen, wie Sie das eigentlich von denen wollen. Möglicherweise nehmen die eine Abkürzung, was darauf deutet, dass eben die Webseite nicht optimal für den Kunden gestaltet ist. Welche Hardware oder welche Software wird genutzt? Wenn beispielsweise die meisten Kunden mit einem Smartphone ankommen, dann kann man eben die Webseite dahingehend optimieren, dass eben die Webseite für Smartphone besser dargestellt wird. Aus diesen Basisinformationen kann man eine Reihe von Statistiken und Kennzahlen ableiten. Zum Beispiel, wie viele Zugriffe gibt es eigentlich für welche Seite? Wie viele Zugriffe gibt es pro Tag? Wie ist das Verhältnis von Zugriffe von Smartphone und Computer? Sie können eine Wiederkehrrate messen, zumindest bezogen auf eine IP-Adresse. Allerdings ist diese Zahl mit einer IP-Adresse problematisch, daher ist diese Zahl ungenau. Sie ist deshalb problematisch, weil eben die IP-Adresse auf einem Computer wechseln kann. Sie können überprüfen, welche Werbemaßnahmen erfolgreich sind. Display-Ads, Suchmaschinenoptimierung, zum Beispiel eben sogenanntes Search Engine Optimization, Google AdWords, Anzeigen auf Google, Social Media Marketing, zum Beispiel Sachen, die Sie in Facebook machen, Couponing-Aktionen und so weiter und so weiter. Außerdem können Sie die Qualität der eigenen Website analysieren. Wo kommen die Kunden her? Steigen die wirklich eben bei meiner Einstiegsseite ein? Und über welche Webseiten gehen die Kunden? Und welche Webseiten werden von den Kunden nicht gefunden, nicht besucht? Es gibt vielleicht Stellen, da wollen Sie gerne, dass die Kunden vorbeikommen, vielleicht da, wo Sonderangebote sind. Kommen die Kunden tatsächlich dort vorbei? Kaufen die Kunden auch? Vielleicht tun einige Kunden Dinge in ihren Warenkorb, gehen damit zur Kasse, aber brechen den Kauf ab. Sie können genau feststellen, an welcher Stelle dies passiert und versuchen an der Stelle eben zu optimieren. Bleiben die Kunden auf einer Seite, das heißt, die ist möglicherweise attraktiv, oder klicken sie direkt weiter? Oder gehen sie auf eine Seite und direkt zurück? Man nennt das dann einen Bounce, also man geht auf eine Seite und stellt fest, nee, da will ich überhaupt nicht hin. Und solche Seiten können dann eben entsprechend identifiziert werden. Vergleichen Sie die Möglichkeiten, die Sie hier haben, einfach mal mit einem stationären Laden. Überlegen Sie, wie aufwendig es wäre, genau solche Informationen zu erhalten. Natürlich könnten Sie jemanden beschäftigen, der eben zählt, wie viele Kunden kommen an welcher Stelle vorbei. Der könnte beobachten, wo laufen die Kunden eben durch ihren stationären Laden. Aber das ist extrem aufwendig. Solche Informationen bekommen Sie eben bei der Webanalyse praktisch umsonst. Wichtig, im Augenblick können wir eben noch nicht identifizieren, wer genau eben in unseren Laden kommt. Wir haben nur eine IP-Adresse und diese IP-Adresse ändert sich immer dann, wenn wir in ein neues Netzwerk gehen. Werfen wir noch mal einen Blick auf die Customer Journey. Wie kann ich jetzt die Informationen, die ich aus der Website herausziehen kann, aus dem Logfile, wie kann ich die eben hier in der Customer Journey darstellen? Ich sehe einige Touchpoints, aber eben auch nur die Touchpoints, die online sind. Offline-Touchpoints sehe ich nicht. Außerdem sehe ich nur die Touchpoints, die auf dem eigenen Webserver stattfinden. Das sind hier in diesem Fall vor allen Dingen die in dem hellgrünen Bereich. Beispielsweise sehe ich nicht, wenn irgendwo eine Online-Ad geschaltet wird auf einer anderen Webseite und dort eben nicht geklickt wird. Vielleicht erweckt
die eine Awareness beim Kunden, aber das kann ich eben hier nicht protokollieren. Und dann haben wir folgendes Problem. Wir sehen zwar die ganzen Touchpoints, aber wir sind nicht in der Lage, alle Touchpoints, die wir sehen, einem Kunden zuzuordnen. Wir haben ja nur die IP-Adresse. Möglicherweise habe ich mehrere Touchpoints mit der gleichen IP-Adresse, weil eben jemand gesurft ist, ohne eben das Netzwerk zu wechseln. Dann habe ich eine sogenannte Session, eine Sitzung, und ich kann sagen, diese 6, 7 Touchpoints gehören zusammen, die gehören zu einem Kunden. Aber wenn er das nächste Mal wiederkommt, hat er eine andere IP-Adresse, dann kann ich die nächsten Touchpoints, den nächsten Teil Journey nicht eben mit der ersten in Verbindung setzen. Gehen wir einen Schritt tiefer in die Analyse, wenn es um den Aufruf einer Webseite geht. Eine Webseite ist kein monolithisches Dokument, sondern es besteht aus verschiedenen Objekten. Wenn Sie eben eine Webseite sehen und da sind mehrere Bilder zum Beispiel drin, dann wird eben in der eigentlichen Webseite nur ein Verweis gespeichert, dass eben ein ganz bestimmtes Bild nachgeladen werden soll. Das merken Sie dann auch manchmal daran auf großen Webseiten, dass diese Bilder nach und nach erscheinen, obwohl der gesamte Text schon vorhanden ist. Hier unten sehen Sie einen kleinen Ausschnitt. Und dort, wo eben zum Beispiel jetzt Source src gleich Dateiname.js steht, dort wird eben genau etwas nachgeladen, in dem Fall ein JavaScript. Weiter unten eben auch bei logo.jpg ein Bild. Was hat das jetzt für Konsequenzen? Gucken wir uns nochmal den Aufruf einer Webseite mit diesem Hintergrundwissen an. Der Client, Sie mit einem Browser, schicken einen GET-Request an den Webserver und erhalten Fragen nach der Webseite.html und erhalten diese auch zurück. Dieser Request wird eben gespeichert in der Logdatei. Jetzt wird das nächste Dokument, Stylesheet, gefragt. Stylesheet CSS ist ein neuer GET-Request. Der Webserver schickt auch dieses zurück und auch dieses wird eben in der Logdatei gespeichert. Jetzt wird das JavaScript mit einem GET-Request nachgefragt. Auch dieses wird zurückgeschickt und ganz zum Schluss eben das Bild logo.jpg und auch das wird zurückgeschickt. Insgesamt hat es in diesem Fall also 4 Requests gegeben und so entsprechend gibt es 4 Einträge in der Logdatei. Das Ganze können wir jetzt noch etwas verkomplizieren. Auf der vorherigen Seite wurde der Eindruck erweckt, alle diese Objekte sind auf dem gleichen Webserver. Das ist nicht unbedingt notwendig. Es kann sein, dass Sie als Kunde auf eine Webseite zugreifen, auf dem Webserver 1. Ja, Sie fragen nach der Webseite.html. Die Webseite wird analysiert von Ihrem Browser, der erschickt ein neues GET-Request, aber das geht jetzt an Webserver 2. Das wird eben in der HTML-Seite spezifiziert, wo genau diese Dateiname.js hergeholt werden soll. Webserver 2 schickt das zurück und das Bild liegt auf einem dritten Server und auch das wird zurückgeschickt. Das Spannende daran ist, jetzt wissen nicht nur, es steht nicht nur in der Logdatei von Webserver 1, dass Sie eben dieses Objekt geholt haben, sondern auch in Webserver 2 und in Webserver 3 in den jeweiligen Logdateien ist die gleiche Information enthalten. Was bedeutet das für Sie? Sie haben vielleicht nur auf einen Link geklickt, der zum Beispiel zur Webseite www.spiegel.de gehört. Tatsächlich haben aber viele andere, die eben ein Objekt, ein Bild dort platziert haben, ebenfalls jetzt die Information, dass sie genau auf dieser Webseite gewesen sind. Dieser Sachverhalt wird zum Beispiel von der Webseite mit den Datenblumen visualisiert. Leider funktioniert die im Augenblick nicht. Aber unten sehen Sie ein Bild, was ich früher mal als Screenshot geschossen habe. Ich bin auf die Webseite spiegel.de gegangen und Sie sehen jetzt, dass es ganz viele bunte Punkte gibt. Und diese bunten Punkte sind jeweils ein Objekt, was eben von www.spiegel.de heruntergeladen wurde. Das sind hier auf diesem Bild mehr als 100.
Je nachdem, wie das Bild eingefärbt ist, wie der Kreis eingefärbt ist, ist es entweder das HTML-Dokument, das CSS-Dokument, ein Bild, das sind die dunkel-türkisen, oder ein JavaScript, das sind die roten. Und Sie sehen, dass es eben einen großen Kreis spiegel.de gibt, da sind die meisten Objekte drin, aber es gibt auch noch eine Reihe kleinerer Objekte, kleinerer Kreise oder auch größere Kreise, die außerhalb von spiegel.de sind. Einen können Sie sehr gut lesen, das ist edition.com, das ist eine Werbefirma. Und diese Werbefirma oder Trackingfirma, die weiß jetzt, dass ich auf spiegel.de gewesen bin. Genauso finden Sie eben Kreise von Facebook, von Google und die Großen wissen jetzt auch, dass ich heute bei spiegel.de auf der Webseite war. Diesen Sachverhalt kann man sich jetzt zunutze machen. Das macht sich die Werbeindustrie zu nutzen. Stellen wir uns mal folgendes Szenario vor. Ich als Kunde gehe auf die Seite von spiegel.de und hole mir dort eine Webseite. Auf dieser Webseite ist jetzt ein kleines Bild vorhanden, was von der Firma edition.com geliefert wird. Jetzt weiß sowohl edition.com als auch spiegel.de, dass ich auf dieser Webseite gewesen bin. Ich surfe ein wenig auf Spiegel, dann habe ich nichts mehr zu lesen und ich surfe weiter zur Webseite von gmx.de. Ja, auch von denen kriege ich die Webseite und auch dort auf der Webseite ist ein Bild eingelagert von der Firma edition.com und die schickt mir jetzt dieses Bild. Jetzt weiß edition.com nicht nur, dass ich bei spiegel.de gewesen bin, sondern auch, dass ich anschließend bei GMX war und wie lange ich dort war und welche Seiten ich besucht habe, etc. Edition.com ist jetzt in der Lage, ein Profil von mir zu erstellen, was über die Informationen hinausgeht, die entweder spiegel.de oder gmx.de hat. Und das Ganze, obwohl ich nie auf einer Webseite von Edition.com gewesen bin. Obwohl ich eben noch nicht mal vielleicht weiß, dass es Edition.com gibt. Spiegel.de und gmx.de, die wissen nur eben einen Teil, nur das, was auf ihrer eigenen Webseite passiert. Edition.com kennen auch den übergeordneten Zusammenhang. Natürlich muss spiegel.de und gmx.de irgendeine Art Vertrag mit Edition.com haben und eben dafür sorgen, dass eben auf deren Inhalte, auf deren Webseite zugegriffen wird. Und da werden entsprechende Verträge verabschiedet, so dass eben ein entsprechendes Werbenetzwerk aufgebaut wird und auch Spiegel und gmx.de werden davon profitieren. Schauen wir uns nochmal genauer an, wie so ein Werbenetzwerk funktioniert. Links unten sehen Sie sich, Sie sind der Kunde. In dem rechten gestrichelten roten Kreis ist ein Netzwerk, das Netzwerk von edition.com dargestellt. Edition.com hat verschiedene Verträge aufgesetzt und mit verschiedenen Unternehmen, die eben Webseiten im Internet zur Verfügung stellen, abgeschlossen. Auch der Webshop oben links im Bild gehört zu diesem Netzwerk. Der rote gestrichelte Kreis müsste eben bis dahin verlängert werden, aber das würde das Bild etwas unübersichtlich machen. Was passiert jetzt? Sie surfen im Internet. Dabei kommen Sie eben auch bei Unternehmen vorbei, an Webservern vorbei, mit denen edition.com einen Vertrag abgeschlossen hat. Auf diesen Servern, auf diesen Webseiten sind jetzt Bilder platziert, sodass, wenn Sie auf diese Seite gehen, edition.com auch ein Bild an Sie ausliefert. Genau das ist hier dargestellt. Edition.com platziert ein Bild. Sie machen einen GET-Request deswegen auf edition.com und edition.com weiß, wo Sie entlang gesurft sind. Edition.com sammelt eine Menge an Informationen und speichert diese in einer Datenbank und erstellt auf diese Art und Weise eine Reihe von Kundenprofilen. Jetzt surfen Sie weiter. Sie surfen jetzt zu einem Webshop, der ebenfalls in dieses edition.com-Netzwerk gehört. Und auf dieser Webseite, in diesem Webshop, wird eben auch Werbung zur Verfügung gestellt. Und diese Werbung muss jetzt gefüllt werden. Dazu verbindet sich jetzt der Webshop mit edition.com und sagt, hey, da ist Werbung, die kann geschaltet werden. Edition.com guckt und sieht nach, jo, das Profil kennen wir,
Schaut nach eben, ob dieses Profil, was da eben drin steht, welche Werbung möglicherweise geeignet ist und wird eben diese Werbung bei Ihnen zur Verfügung gestellt. Erinnern Sie sich noch an das Beispiel mit den Schuhen ganz am Anfang? Sie surfen um ein paar Schuhe herum, überlegen, ob Sie die kaufen sollen, kaufen die dann letztlich nicht, surfen weiter und irgendwann wird Ihnen später genau eine Werbung passend zu diesen Schuhen gezeigt. Das ist das, was eben hier in diesem Bild dargestellt wird. Nochmal, Edition.com kann ein Profil von Ihnen erstellen. Sie, der Nutzer, waren zwar nie bewusst auf einer Webseite von Edition.com, aber weil es eben dieses Werbenetzwerk geht und Edition.com überall Bilder oder andere Objekte in HTML-Seiten platziert hat, wissen Sie trotzdem genau, wo Sie gewesen sind. Auf welchen Seiten waren Sie? Wie lange? Vergleichen Sie möglicherweise das Produkt bei verschiedenen Anbietern? Es werden zum Schluss massenhaft, wirklich massenhaft Daten protokolliert und mit denen können Benutzerprofile erstellt werden. Und auf der Basis dieser Benutzerprofile kann jetzt personalisierte Werbung oder zumindest eine angepasste Werbung für Sie dargestellt werden. Es wird nicht nur das Bewegungsverhalten auf einem Webserver analysiert, sondern es wird das Bewegungsverhalten auf mehreren oder zwischen verschiedenen Webservern beobachtet. Allerdings haben wir noch immer ein Problem, und zwar sind Sie ja möglicherweise mit einer unterschiedlichen IP unterwegs und deshalb können wir noch nicht genau identifizieren, welche Person eben an welchen Daten dranhängt. Schauen wir uns nochmal unsere Customer Journey an. Was hat sich geändert mit dem Wissen, das wir jetzt dazu gewonnen haben? In der ersten Runde konnten wir nur Touchpoints, digitale Touchpoints auf dem eigenen Webserver beobachten. Jetzt können wir digitale Touchpoints im gesamten Werbenetzwerk verfolgen. Wenn das ein Werbenetzwerk groß ist, reicht das eben über die verschiedenen Phasen von Awareness bis Advocacy hinaus. Und das bedeutet eben, ich bekomme viel mehr Touchpoints und ich bekomme ein viel vollständigeres Bild von Ihnen als Kunden. Allerdings haben wir immer noch ein Problem. Die IP-Adresse ändert sich. Innerhalb einer Session, also innerhalb eines Surf-Vorgangs, kann ich die einzelnen Punkte immer noch zu einer IP-Adresse zu gruppieren. Aber ich bin nicht in der Lage, wenn Sie eben unterschiedlich häufig mal im Netz waren, in unterschiedlichen Netzwerken drin waren, unterschiedliche IP-Adressen haben, dann kann ich immer noch nicht eben eine große Journey, eine Customer Journey daraus gestalten. Ich habe immer nur Reiseausschnitte, aber keine vollständige Reise. Im Folgenden werden wir uns um dieses Problem kümmern. Sie haben sicherlich schon von Cookies gehört, aber wissen Sie auch, was ein Cookie ist? Und wozu es eigentlich dient? Das Problem dabei ist, dass Webkommunikation, also das HTTP-Protokoll, wie der Informatiker sagen würde, zustandslos ist. Das HTTP-Protokoll ist möglichst einfach konzipiert und deshalb kann man sich eben auch nichts merken. Das ist genau das gleiche wie einen Zustand speichern. Wenn ich zum Beispiel einen Einkauf durchführe, dann weiß dieses HTTP-Protokoll nicht, dass ich zum Beispiel vorher etwas in den Warenkorb getan habe. Man müsste sich ja den Zustand des Warenkorbes, da ist X und Y und Z drin, das müsste man sich merken, aber das genau kann dieses Protokoll nicht. Und weil man das gerne hätte, wurde, um dieses Problem zu umgehen, eben ein Cookie erfunden. Aber was ist denn jetzt ein Cookie? Cookies sind kleine Dateien, die der Server auf dem Desktop ablegt. Dazu müssen Sie eine Zustimmung erteilen. Und bei einer Anfrage an eine Webseite kontrolliert der Browser zuerst, ob er von dieser Seite schon ein Cookie hat. Und wenn ja, schickt er das Cookie bei dieser Anfrage mit. In dem Cookie ist eigentlich nur eine ID gespeichert, also ein eindeutiger Identifier. Jedes Cookie hat einen eigenen ID, sodass man unterscheiden kann, welche Cookie zu wem gehört.
Der Webserver merkt sich den Zustand, nicht das Protokoll, aber der Webserver merkt sich den Zustand und kann jetzt der ID einen ganz bestimmten Zustand zuordnen. Zum Beispiel, Sie haben etwas in den Warenkorb gelegt, das merkt sich der Webserver. Wenn Sie es beim nächsten Mal weiter surfen und das Cookie mit zurückschicken, dann kann der Webserver über diese ID im Cookie feststellen, dass Sie ja genau die Person waren, die eben etwas in einen Warenkorb gelegt hat, und er kann sich diesen Zustand eben im Webserver merken und dann entsprechend darstellen. Ganz wichtig, ein Cookie ist kein Programm. Es ist kein Virus, es kann also direkt keinen Schaden verursachen, aber es ermöglicht, dass eben genau die IP-Adresse, die nicht reicht zum Personalisieren, dass diese Information, diese ID eben da ist, um eben sie zu identifizieren. Gucken wir uns das Ganze nochmal an in unserem Schaubild. Links nochmal der Client und rechts als zur Auswahl mal amazon.de. Sie gehen jetzt das allererste Mal zu amazon.de und schicken einfach einen GET-Request auf Seite 1.html. Amazon schickt jetzt diese Seite 1.html zurück und zusätzlich noch ein Cookie. Dieses Cookie wird bei Ihnen im Client gespeichert. Jetzt surfen Sie bei Amazon weiter herum und bei jedem GET-Request schicken Sie jetzt zusätzlich zum GET-Request das gleiche Cookie, was eben dazugelegt wurde, wieder mit. Und dieses Cookie ist sowas wie eine ID, so wie das Personalausweis, und das wird jetzt immer mitgeschickt. Ja. Und Amazon schickt die Seite 2.jpg zurück und hängt auch wieder das Cookie dran. Auf die gleiche Art und Weise funktioniert jetzt eben auch zum Beispiel Elias. Wenn Sie sich eingeloggt haben, merkt sich der Elias-Server, hey, ich bin eingeloggt. Und wenn Sie das Cookie nächstes Mal mitschicken, dann weiß eben Elias, das ist die Person, die sich gerade eingeloggt hat, und deshalb können Sie jetzt weiter surfen. Und deshalb müssen Sie eben auch bei Anwendungen zum Einloggen in der Regel Cookies erlauben, sonst können Sie das eben nicht. Wir gucken weiter bei Amazon. Wir tun etwas in den Warenkorb. Es wird mit dem Cookie wieder etwas hin und her geschickt. Durch dieses Cookie werden Sie identifiziert. Und auf diese Art und Weise können Sie den Warenkorb füllen. Und Amazon kann sich merken, dass zu dieser Person mit dieser ID, mit diesem Cookie eben ein gefüllter Warenkorb gehört. Cookies enthalten verschiedene Informationen. Wenn Sie sich ein einzelnes Cookie angucken, werden in der Regel folgende Informationen zur Verfügung gestellt. Das Cookie hat einen Namen. Das Cookie hat einen Inhalt, das ist das Wesentliche. In der Regel ist es eine ID, eine Identifikationsnummer, die kann auch aus Buchstaben bestehen, und eine Gültigkeit. Ein Cookie hat in der Regel nur eine begrenzte Dauer, zum Beispiel 24 Stunden. Beispielsweise auf Elias werden Sie automatisch ausgeloggt und das Cookie wird verstoßen, vergessen, wenn eben beispielsweise nach 20 Minuten Sie sich nicht nochmal dort gemeldet haben. Vielleicht haben Sie schon mal von sogenanntem Pixel-Tracking gehört. Eben bei edition.com habe ich gesagt, ein Bild wird von edition.com ausgeliefert. Das ist richtig, stimmt aber auch nicht ganz. Häufig ist dieses Bild nur ein Pixel groß und ist durchsichtig. Das heißt, als Bild wird es eigentlich gar nicht wahrgenommen. Tatsächlich dient es nur dazu, eben ein Pixel auf dieser Webseite zu haben, ein Objekt auf der Webseite zu haben, sodass edition.com dieses Pixel ausliefern darf, aber dann eben auch ein Cookie platzieren kann. Das nennt man dann ein Zählpixel oder umgekehrt, man nennt das Ganze auch Pixel-Tracking. Cookies kann man, wie Sie wissen, ausschalten. Aber was ist der Effekt? Nochmal, Sie können Cookies im Browser komplett ausschalten oder auch nur für einzelne Webseiten. Oder Cookies von Drittanbietern, das wäre vielleicht ein Feature. Aber was sind die Konsequenzen? Viele Webseiten funktionieren nicht mehr. Wenn Sie einkaufen und eben sich nicht gemerkt werden kann, was haben Sie in den Cart gelegt, dann funktioniert das nicht mehr. Wenn Sie sich irgendwo einloggen wollen, auf Facebook, bei Elias, dann ist es häufig notwendig, dass Sie eben ein Cookie haben, um sich beim nächsten Surfvorgang zu identifizieren. Probieren Sie es einfach mal aus. Aber Sie werden feststellen, wenn Sie eben Cookies grundsätzlich verbieten, dann wird vieles nicht mehr funktionieren.
Schauen wir uns nochmal die Konsequenzen von den Cookies für eben die Customer Journey an. Es werden keine weiteren Touchpoints identifiziert, aber das Problem mit der IP-Adresse, das ist jetzt gelöst. Wir brauchen die IP-Adresse gar nicht mehr. Jedes Mal, wenn Sie eben im Netz surfen, hinterlassen Sie einen Cookie. Im Grunde haben Sie eine ID und mit der weisen Sie sich aus. Und auf diese Art und Weise können jetzt zum Schluss die ganzen Touchpoints, die vorher mal eingelesen wurden, über diese ID zu einer Person zugeordnet werden. Und auf diese Art und Weise weiß jetzt zum Beispiel Edition.com, wer welche Touchpoints hinterlassen hat und kann eben diese Touchpoints nutzen für eine Personalisierung auf individueller Ebene. Nehmen wir an, Sie verbieten Cookies. Sind Sie jetzt sicher vor Verfolgung? Tatsächlich nein. Nehmen wir an, Sie rufen eine Webseite auf. Dann werden jedes Mal, das haben Sie vorher schon gesehen, Informationen übergeben, ob es sich um ein Smartphone oder um einen Computer handelt. Und es werden eigentlich noch mehr Informationen übergeben. Dieses Verhältnis nennt man Content Negotiation und das wird vor allen Dingen im Responsive Design verwendet. Was bedeutet das? Ein Webserver möchte eine Webseite für Sie so optimal wie möglich darstellen und dazu benötigt er eben Informationen, was für einen Rechner Sie haben, was für einen Browser Sie verwenden, welches Ihre bevorzugte Sprache ist, welche Dateitypen bezüglich Bilder, Audio und so weiter unterstützt werden. Und der Server überträgt dann die für Sie bestens passendste Version einer Webseite. Gucken wir uns das nochmal an. Wenn Sie eben einen GET-Request schicken, dann schicken Sie nicht nur mit als Parameter, welche Seite Sie haben möchten und welches Cookie Sie haben möchten, sondern eine Reihe zusätzlicher Informationen. Und der Webserver kann diese Informationen jetzt auswerten. Sowas nennt man auch einen Fingerabdruck oder ein Fingerprint. Und der ist häufig eben auch schon ausreichend genau, dass Sie auch ohne Cookie als Person identifiziert werden können. Mithilfe dieser Kopfzeilen lassen sich Benutzer identifizieren. Das nennt man zum Beispiel Canvas Fingerprinting. Es ist eigentlich verpönt, aber es funktioniert und es wird auch gemacht. Wenn Sie auf die Seite unten gehen, www.deinipcheck.de, dann können Sie sehen, welche Informationen beim Zugriff auf eine Webseite von Ihnen dort hinterlassen wurden. Und Sie werden sehen, es ist schon eine Reihe an Informationen und diese Informationen sind häufig so individuell unterschiedlich für einen Rechner, dass Sie eben identifiziert werden können. Das heißt, sich darauf zu verlassen, ich lasse keine Cookies zu und kann deshalb nicht getrackt werden, das ist eine Illusion. Fazit: Wir, unser Nutzerverhalten, wird im Netz überwacht. Und zwar sehr detailliert. Es werden massenweise Daten erhoben. Dieser Überwachung zu entkommen, ist nur mit großem Aufwand und Trickserei möglich. Die Personalisierung dahinter funktioniert so gut, dass heute die Werbung für bestimmte Benutzer per Realtime-Online-Auktion versteigert wird. Sie haben sich zum Beispiel bei Zalando ein paar Schuhe angeklickt, anschließend surfen Sie auf eine andere Seite und dort werden Sie den Webtreibenden als Objekt zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wird im Hintergrund in dem Augenblick, wo Sie auf eine Seite klicken, wo Werbung dargestellt werden kann, wird eine Online-Aktion durchgeführt und derjenige, diejenige Firma, die am meisten Geld für Sie als Objekt bietet, kann dort eine Werbung platzieren. Das Ganze passiert in Echtzeit. Sie kriegen davon nichts mit, aber diese Auktionen finden eben statt. Sie erinnern sich noch an E-Commerce und E-Marketing? Im Marketing gibt es ja klassischerweise diesen Konflikt zwischen der Reichweite und Reichhaltigkeit, den wir schon besprochen hatten. Nochmal zur Erinnerung, im klassischen Marketing haben Sie entweder eine hohe Reichweite, das heißt, Sie erreichen viele Personen, aber die Botschaft, die Sie senden können, ist sehr undifferenziert, zum Beispiel im TV-Marketing.
Oder Sie haben ein zum Beispiel persönliches Gespräch, eine reichhaltige Werbenachricht. Dafür erreichen Sie nur wenige Personen. Die Reichweite ist gering. Durch Tracking und Personalisierung wird jetzt E-Marketing möglich. Das heißt, Sie können automatisiert personalisierte Werbebotschaften schicken. Der Konflikt zwischen Reichweite und Reichhaltigkeit wird zumindest zum Teil aufgelöst. Ja, wurde jetzt die ganze Zeit über Analytics gesprochen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Analysis und Analytics? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Allerdings ist es wie so häufig, je nachdem, wen Sie fragen, werden auch unterschiedliche Antworten angeboten. Einmal ist die Perspektive eine Rolle. Analysis schaut zurück, warum ist etwas passiert, und Analytics konzentriert sich darauf, was wird höchstwahrscheinlich als nächstes passieren. Dann sind es unterschiedliche Methoden. Analysis, da hat man häufig die Zerlegung in Einzelteile, um eben die Einzelteile zu analysieren und dann das große Ganze eben auch zu verstehen. Bei Analytics werden häufig Verfahren aus dem maschinellen Lernen oder der künstlichen Intelligenz eingesetzt. Es wird versucht, Muster zu erkennen. Und auch beim Ansatz, Analysis ist vielleicht eben werkzeugorientiert, während Analytics eben eher anwendungsorientiert ist. Wir sprechen von Web Analytics oder Customer Analytics. Wenn Sie in Wikipedia nochmal nachschauen, dann werden Sie finden, dass Web Analytics eine Sammlung von Methoden und von Auswertungen ist, um das Verhalten von Besuchern auf Webseiten zu verstehen. In Deutschland ist der Einsatz solcher Werkzeuge aus Datenschutzgründen umstritten. Ja, saugen wir zu viele Informationen ab? Verletzen wir eben die persönlichen Daten von einzelnen Benutzern? Es wird aber überall eingesetzt, ja, zum Teil gefiltert, damit man eben nicht in Datenschutz in Konflikt kommt. Und es wird eingesetzt, um Häufigkeit von Besuchen, Seitenaufrufen etc. zu verstehen. Es gibt dabei unterschiedliche Ansätze. Es gibt die serverbasierten Ansätze, die vor allen Dingen auf der Analyse von Logdateien beruhen. Das ist das, was wir gerade gezeigt haben. Oder auch die clientbasierten Verfahren, bei denen zum Beispiel die Cookies auf dem Client gespeichert werden oder Pixel-Tracking durchgeführt werden, was wir auch gerade gesehen haben. In der Regel wird eine Kombination von beiden eingesetzt, weil beide Server- und clientbasierte Verfahren Vor- und Nachteile hat. Und um die gegenseitig zu kompensieren, wird eben eine Kombination von beiden eingesetzt.